Schönen zweiten Advent, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Heroes of Might and Magic 6. Mit mir, dem Viper-Fan Lars 91, und der Laszlo ist auch mit von der Partie, der jetzt übrigens auch dran ist. Hallo. Genau. Hallo Lars, ich habe währenddessen du angekündigt hast, schon mal meine Truppen rekrutiert und bin jetzt... Die Wächter sind jetzt niedrig, sehr schön. Ich kann allerdings auch die Erzgrube erobern. Wie sieht's denn da aus? Trivial, sehr schön. Dann erobern wir die Erzgruppe. Wie stark ist denn jetzt Lars Armee? Lars Armee ist bei mir Ernst. Das heißt, eigentlich Gleichstand. Dann entscheidet es wirklich nur noch Glück. Mein Name ist Klaus Ernst. Genau. Deine Armeen sind nicht nur Ernst, die sind auch Ernst Thälmann, weil du hast ja rote Farbe. Trivial. Ich riskiere es mal. Ich probiere es mal. Risiko! Darkwind Duck. So. Angreifen. 49. Alter. Am besten, ich werde wieder einen Drachen. Den kann ich ja einmal pro Woche beschwören. Hierhin, dass die beiden erstmal beschäftigt sind. So, kann der schon was machen? Nein. Laszlo, der alte Meisterbeschwörer. So, und da ich jetzt auch endlich mal Fernkampf Leute habe. Sorry. Die hast du aber ziemlich spät, ne? Ich hätte die schon von Anfang an haben können eigentlich. Ich habe sie erst so spät bekommen. Gebaut. So, und die müssen jetzt notgedrungen den Drachen angreifen. Ach, das sind diese Schattenleser, ne? Ja, diese komischen Augen. In Heroes 4 heißen sie Beholder. Oho. Lästige Kreaturen. Hier sterben 5, hier sterben 2. Sehr schön. Die zweite Gruppe ist Musik. Ich habe mal eine kurze Frage. Wenn ich jetzt quasi ein Gebäude erober, das dir nützt, profitierst du dann als mein Teamkollege davon? Ich glaube nicht, weil das ja in deinem Gebiet liegt, theoretischerweise. Kann aber sein, dass... Nee, ich würd's dann mal vorsichtshalber erobern. So, wir haben 2 Kappas verloren. Oder diese erweiterten Kappas. Und eine weitere Erzmine gehört uns. Na, siehste. So, gut. Wir könnten jetzt was bauen. Das könnten wir denn bauen, was uns nützt. Wir könnten den Bazar bauen. Jede Woche gibt es Sonderangebote und wir können jetzt Sachen kaufen und verkaufen. Mir ist allerdings lieber, wenn ich... Ich könnte auch Quellgeister anwerben. Wir machen aber erstmal eine Stadtmauer. Jetzt habe ich auch nicht mal eine Stadtmauer. Ja. Du hast eine Palisade um dich herum. Genau. Aus Bambus. Die ist aus Bambus gebaut. Denke ich auch, ja. Niedrig immer noch. So, Herr Lars. Schreiten Sie voran. Ja, Herr Laszlo. Ich schreite voran. Wen will er denn angreifen? Die Vampirleute oder will er unten die Mine erobern? Da, die Königsgreifen sind zufluchtselide Kreaturen. Was haben wir da noch? Einen Dungeon, einen Skorplukr. Ich konnte es gerade nicht lesen. So, was haben wir hier unten noch? Wir haben Yuki Onna. Das sind dann, glaube ich, die erweiterten Quellgeister. Ich bin an der Grenze zu deinem Gebiet. Trivial. Schatztruhe, Holz und Stein. Trivial. Ah ja, ich sehe schon. Grün-Rot. Und ein Dämon bewacht das. Ich würde hier allerdings vorschlagen, wir warten jetzt, bis wir 10.000 Gold haben. Oder ich baue den Bazar, damit ich schon Sachen verkaufen kann. Obwohl, nee. Das nützt jetzt noch nichts, noch gar nichts. Nee, wir warten wirklich, bis ich mir die letzte Stadtstufe erbauen kann. Das letzte Rathaus, Kapitol dann. Wir können übrigens, egal wie viele Städte wir erobern, nur ein Kapitol haben. Ja, das ist die höchste Stufe quasi. Er greift die Königsreife an, ich dachte mir schon. Das ist übrigens 2 Korallenriffe für mich gleich. Ein Korallenaltar
Und eine Höhle. Ich würde es tatsächlich dann so machen, dass ich dann einen Held zu dir runterschicke, der immer mal alle paar Runden da unten einsammelt und dann hochkommt. Du warst da schon. Ansonsten, was haben wir hier? Chantiri-Rüstung. Einen Scorpicore. Dungeon-Elite-Kreatur. Schattennäser, Succubi. Eine Mondklinge. Mondklinge, das ist doch ein Bogen, aber okay. Ohne was zu verlieren, geil. Ah, der Lars, geil. Ja. Hat jetzt auch seine Blutkristallmine. Ja. Ich freue mich. Geil. Barmherzige Schwestern. Das sind Leute von der Zuflucht, die können heilen. Die können angreifen und heilen. Ah ja. Okay. Das nervt nämlich an Zuflucht, weil wenn die Haufen von den Schwestern haben, die sollte man am Anfang angreifen, sonst wiederbeleben die alles wieder. Also es ist ganz schlimm. Da sollte man sich... Ich habe gerade gebaut, mein... Oh, ein Minotaurus. Ring des Missgeschicks. So, schreiende Mutter Erde steigert die Lebenskraft aller Kreaturen in der Armee des Helden für die nächste Schlacht um 10%. Wen greifen wir da am besten an? Den Traumwandler, dass wir Gold kriegen. Wir greifen 16 Stück sind's. Weiß aber nicht, ob das Fernkampf sind oder Nahkampf. Schwierig immer. Ach, mal was war das hier? Die sehen so ein bisschen wie so ein Schamane aus. Ja. Die haben was Schamanenhaftes. Könnte sein, dass es Distanz ist. Kann aber auch Nahkampf sein. Oder? Ja, oder beides. Man weiß es nicht, man munkelt. Wie immer. Ah, ich habe wieder 3 von den Viechern. Oh, Mist, 4 sogar. Das ist nervig. Der Laszlo. So. Ja, Mist. Während der Laszlo jetzt gerade am Kämpfen ist, kann ich jetzt gerade mal erzählen, ich habe jetzt die Blutkaverne erobert. Das heißt, ich kann jetzt so langsam anfangen, fortschrittlichere Gebäude zu bauen. Freue ich mich schon sehr drauf. Fortschrittliche Gebäude heißen natürlich auch bessere Truppen. Ja, wir haben jetzt 5 Kappas verloren, das ist eher weniger geil. Was kann ich denn noch machen hier am besten? Das steigert den Schaden bei Gegenwehr. Am besten ist, wir haben mehr Verteidigung. Krapschen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Laszlo möchte nicht krapschen, ist ja unglaublich. Einfach so. Nee, Diplomat braucht man nicht, wir sind ja eh böse. Taktik ist vielleicht nicht schlecht. Belagerung brauchen wir jetzt noch nicht. Volle Deckung. Nein, auch nicht. Ah. Machen wir erstmal Verteidigung, ja. So. Und in der nächsten Runde könnten wir dann schon unser Kapitol bauen. Ich hab meins schon. Du hast. Ja. Ich hab wie gesagt meine. Hast du auch, wie viel, was hast du denn für Rohstoffe, sag mal an. Inwiefern was für Rohstoffe? Ich muss auch mal beenden hier. Deine Rohstoffanzahl. Ja. 13 Holz, 14 Erz, 9 Blutkristalle, 5208. Gut, ich habe doppelt so viel Holz, ich habe fast doppelt so viel Steine, Blutkristalle habe ich ein bisschen mehr. Also ressourcentechnisch können wir dann vielleicht ein bisschen tauschen. Also müssten wir aber beide einen Bazar bauen. Ich baue erstmal was ganz anderes. Was Geiles. Oh. So, jetzt greife ich die barmigen Schwestern an. Barmherzig und willig. Ach, das ist nur eine Gruppe, okay. Kriegstrommelnder Legion bekommst du dann.
Gott, wie die läuft. Die Drecksau hat auch noch Glück, ey. Frechheit. Aber ich hole sie alle zurück. Kein Gegner für mich. Kriegstrommel der Legion, ja? Steigert die Vermehrung von Basiskreaturen um 2 pro Woche. Geil. Oh. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ah. Angriff! Eine weitere Erzmine wird an dir gehören. Eine Erzgrube. Mhm. Da haben wir ah, ja. Plötzlich. Die sind also genauso nervig wie die Beholder. Waren wir ganz gespannt, bis Lars eine Runde geschlagen hat. Ja. Der gerade dabei ist, eine Runde zu schlagen. Wir haben übrigens tatsächlich bisher immer vergessen zu speichern. Unglaublich, Laszlo. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Na gut, in dem Part hast du ja, glaub ich, mehr gekämpft. Da könnte ich dann nichts machen, wenn das dann bei den Runden so ist. Gule lassen sich leichter ersetzen. Angriff! Gibt ihnen den Rest. Sehr schön. Und die nächste Stufe. Jawoll! Geil. Für die Fähigkeitspunkte verteilt. Was bringt das? Ah, das ist auch cool. So, was haben wir noch Feines? Achso, ich habe keine Punkte mehr. Sorry. Das war falsch. So. Mist. Gut, dann würde ich sagen, kehren wir erstmal zur Stadt zurück, denn es gibt bald neue Truppen. Stimmt, frische neue Truppen. Könnten wir allerdings auch einen Helden rekrutieren und dann. Naja, mal gucken. So, dann bauen wir mal das Gebiet hoch. Ja. Was denn? Das Spiel reagiert gerade nicht. Bei mir ist noch alles da. Bei mir reagiert er gerade nicht. Ich speichere mal lieber. Er hängt bei mir gerade bei Blau KI, hängt er fest. Dann kann es sein, dann mache ich meine Runde zu Ende, vielleicht geht's dann wieder. So, wir greifen mal die Minotauren an. Die wollen sich uns anschließen, aber wir greifen natürlich an. Und kriegen böse Reputation. So. Ah, es kann sein, dass er gerade irgendwie ein bisschen hängt und dann wahrscheinlich sich erst regeneriert, wenn du dann dran bist. Das kann ich noch bewegen, aber im Spiel ja, selber kann ich mich jetzt nicht. Dann musst du warten, bis ich wieder dran bin. Das gab's auch schon bei Heroes 5, was ähnliches. Also bis ich wieder dran bin, Mann. Au, oh, 5 Haie verloren. Autsch, 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 autsch. Immer diese technischen Probleme. Mann. Also ihr seht jetzt gerade Standbild. Das ist auch immer schön. Ach, 7 haben wir verloren. Könnt ihr euch jetzt das schon? 7 Haie, ach Gott. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und wir haben ein neues, einen Ring gefunden. Ring des Missgeschicks. Minus 4 Glück für Feindkreaturen. Und ein Level up. Was mache ich jetzt? Ich könnte mal in den Zauber gehen. Über die Verteidigung.
Also meine Maus rührt sich doch. So. Finde ich schön. Alles andere ist eingefroren, aber die Maus, die lebt. Rüstung, Eisenrüstung. Mach mal Eisblitz. 175, 157 Schaden. Bereits gesucht. Guck mich mal hier unten noch ein bisschen um. Ah, Da bin ich Artefakte. Was ist hier? Niedrig. Chantieri-Rüstung ist das bei dir auch. Da ist ein Sägewerk, was ich einnehmen könnte. Bist du jetzt an der Reihe? Bei mir tut sich rein gar. Ja, weil du bist jetzt bei mir an der Reihe. Ja. Bei mir tut sich, wie gesagt, gar nicht. Also es kann sein, dass das Spiel abgestürzt ist. Drück mal Escape. Du meinst die Windows-Taste oder was? Nee, Escape. Oben links Escape. Ob du das Menü aufs Menü kommst, wo zurück zu Windows, Hauptmenü und sowas ist. Nö, tut sich gar nicht. Dann hat sich dein Spiel aufgehangen. Ich höre es zwar, aber es tut sich. Dann hat sich dein Spiel aufgehangen. Das ist schade, weil ich kenne den Fehler, nämlich, dass man dann halt, wenn der andere dran ist, dann halt das Dings stehen bleibt und dann es normal weitergeht, wenn man dann an der Reihe ist, aber anscheinend hat sich da bei dir was aufgehangen. Der reagiert nicht, der hat sich aufgehängt. Da muss ich einmal rausgehen. Aber beenden. Muss ich auch beenden. Nordfern wurde besiegt. Ja. Programm reagiert nicht, ja, das habe ich auch gemacht. Also technisch ist es nicht ganz so gerade, aber es ist, ich meine, es hält sich noch in Grenzen. Es ist durchführbar. Es ist aber ein gutes Zeichen, weil wenn es nicht funktioniert, dann läuft es gut. Ja. Ne, so kann man es auch sehen. Vor allen Dingen, die Leute hören das jetzt alles schön. Ich nehme das ja weiterhin auf. Und ich werde es nicht rausschneiden. Wir haben zwar gerade wahrscheinlich Schwarzbild, aber... Ja... Ah, tut es nicht rausschneiden, weil dann müsste ich bei mir auch rumschneiden und das ist ein bisschen. Na, du müsstest auch rumschneiden, alles klar. Ja. Zu viel Information, Laszlo. Too much information. Ich kenn das schon. Bei Morrowind alle nächstes lang stürzt mir das alle. Das ist fies. Also ich habe jetzt wieder Bild. Gut, sehr schön. Ja. Beziehungsweise die lieben Leute von da draußen an den Bildschirmen sehen das jetzt. Ich hätte ja erst fast was Falsches gesagt, aber ich konnte es gerade noch retten. Welchen Hintergrund hast du eigentlich im Hauptmenü? Den Shades of Darkness. Ah. Ich hab den Necromant. Den... Ah, Todes, nee, wie hieß es? Ich komm grad nicht drauf, wie das heißt. Das andere DLC, Schatten, nee, Todes... Ach, weiß auch nicht, Todeslied, nee. Irgendwie so. Die beginnt schon offen. So. Ja, sehe ich. Der Heldin ist genügt, lediglich gut zu sein, ist vielleicht nicht gut genug, um zu überleben. Jene, die nach Größe trachten, können in ihrem Zuge ihres Aufstiegs hinwegfegen. Also werden Kriege geführt und tapfere Krieger kämpfen und sterben. In solchen Zeiten läutet die Faustregel für den Helden, vernichte deinen Gegner und wenn sie fallen, erhebe dich zur Macht. Ja, es dauert immer ein bisschen, bis er das komplett lädt. Ich muss immer mal das Spiel starten und dann wieder wegdrücken und wieder drauf drehen. Jetzt. Ah. Ich muss zwar jetzt nochmal gegen die Viecher kämpfen, aber vielleicht schaffe ich es diesmal mit weniger Verlust. Wer weiß. Und vielleicht habe ich zur Abwechslung dann auch mal ein funktionierendes Bild. Ja. Das wäre auch was. Wäre doch mal was. Ja, definitiv. Ah, ich sehe nichts. Geil. Ich sehe irgendwas Unsichtbares laufen. Ja, da dauert es eine Weile, bis sich das komplett geladen hat. Ja, ich sehe das schon. Mhm. Alles gut, aber es bewegt sich zumindest. Das ist schon mal gut. Das Universum lebt! Lassen wir sie mal kommen. Aber jetzt ist keine Musik.
Runde 2. La 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 la. Das war die Musik. Ja, also es geht am Anfang des Projekts schon mal richtig gut los. Schon mal zweimal technische Probleme gehabt. Aber was soll's? Das hält uns ja nicht auf, Freunde. Diesmal läuft die Schlacht auch ein bisschen besser für mich. Ich habe jetzt nämlich, ja, mal gucken, wie viel ich verloren habe. 2 von den Cover-Viechern und wie viel Haie? Ich würde sagen 3er. Ja, 3 Haie und 2. Okay, sind keine 7 Haie wie Fons. Das ist schöner. So. Machen wir wieder das. Was hatte ich eigentlich Fons für? Ach so, ich hatte Fons den Zauber gelehrt. Mach ich mal anders. Ich mache mal die Taktik diesmal, dass ich an Anfang meine Leute aufstellen kann. So. Aber es gibt auch wieder Wochen, wo bestimmte Kreaturen bevorzugt werden, ja, ne? Wo die Gegner dann auch nachspawnen können, war das? Das gleiche gibt es auch mal für Magie. Oder wo dann Macht besser als Magie ist oder Magie besser als Macht. Wo haben wir denn Lars? Ich sehe dich gerade nicht auf der Karte. Wo bist denn du? Ach, du bist da, bei der Mine. Oder bei der Grube, besser gesagt. Ich bin bei der Grube, ja. Also ich glaube, um es doppelt falsch zu sagen, müsste man zur Erzgrube Steinmine sagen. Du hast einen Erz legen lassen. Die kann ich irgendwie nicht aufsammeln. Doch, jetzt kann ich das. Mach ich nach. Vorhin konnte ich das nicht aufsammeln. Wahrscheinlich ist deswegen das Spiel abgestürzt, weil ich das nicht aufsammeln konnte. Ja. Daran wird's wohl liegen. Ist es sozusagen dieses Item dein Erzfeind? Ja, ist... Oh, Laszlo! Ja. Alter, hey! Junge, das war ja ein Feuerwerk. Das war intelligent diesmal sogar, ne? War ja kein Dummer. Ja, echt, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, mein Freund. Ich bin begeistert. Sieht man mal. Die Blau-KI hatte wieder alles kaputt gemacht. So, nehmen wir Gold, nehmen wir Erfahrung. Blöde GDI-KI. Nehmen Gold. KI bescheißt! Brauch Gold. Nein, das habe ich auch Erz. Du hast ein Erz. Laszlo, du musst mir nicht alles nachmachen. Und da kriegen wir Handschuhe des Panzerschuhes Minotauren. Ich habe aber schon Panzerschuhe. Ja. So, was bauen wir diesmal? Oh, wir können Kenshis anwerben, wenn wir dies bauen. Wir könnten allerdings auch Schneemeiden oder Quellgeister. Wir haben schon einen Haufen Angriff. Ich müsste jetzt wissen, was. Ich glaube, Schneemeiden sind Fernkämpfer, deswegen machen wir das mal. Jetzt sehen wir da oben einen Eispalast. Sind das Fernkämpfer? Ja, sehr schön. Schön, ich habe jetzt Fernkämpfer. Eine weitere Fernkampfeinheit. Eine Elite-Fernkampfeinheit, Schneemeiden. Läuft. Ja, läuft, und dann würde ich sagen, läuft bei dir. Lassen wir den Lars erstmal wieder ran. Das ist ganz gut. Schneemeiden, sind das ja, sind die sind Nahkampf das, oder sind die Fernkampf? Nee, das sind die Fernkampf. Schneemeiden. Fernkampf. Fernkampf. Was ist es bei dir? Eine Gefahr? Das wäre niedrig. Ah, bei mir auch. Du bist nämlich bei mir bescheiden. Also bescheiden ist das unter Ernst. Meine so. Ghule kriegen gerade mächtig auf die Fresse. Oh. Yuki Honor. Aha. Ach, Yuki. Ach so, ja, stimmt. Yuki Honor. Das müssten. Ja, yep, das sind die erweiterten Schneemeiden. Die ich auch gleich immer angreife. Alter. Alter. Junge. Muss jetzt mal das Alter aber entgegenkommen. Echt, verlierst du Einheiten? Sterbt! Ja, nicht gerade wenig. Aber ich habe ja die Nekromantie auf meiner Seite. War das hier auch so, dass du, nachdem du die besiegt hast, also nach dem Kampf auch nochmal Leute beschwören kannst? Oder geht das nur im Kampf? Ich dachte, das wäre auch nach dem Kampf. Nee, es geht nur im Kampf. Achso, es geht nur im Kampf. Nein, Heroes 5 und auch im 7. ist dann nur so, dass die Nekromantie nach dem Kampf erst aktiv wird. Also du kannst schon während des Kampfes Leute wiederbeleben, aber diese richtige Nekromantie kommt erst nach dem Kampf. So ist es da. Hm.
Alter, die greift zweimal an die Sau. Finde ich aber nicht sehr nett von ihr. Ja, wenn die Moralschübe haben, dann können die zweimal angreifen. Der zweite Angriff ist allerdings, glaubt nur ein Viertel so stark wie der richtige Angriff. Ich hab gewonnen. Geil! Was haben wir denn da Schönes? Amulett der Nekromantie! Geil! Der Zugewinn von Nekromantie-Punkten steigt um 10%. Jawoll! Geil! Du hast übrigens rechts jetzt bei den Gang ist noch ein Lagerfeuer und eine Truhe, die du noch nicht mitgenommen hast, die frei liegt. Ja. Wollte nur sagen, dass du das kann ja, ich ja, ja. Kann ich auf dem Weg zurück ja wieder mitnehmen. Ich will jetzt erstmal neue Truppen rekrutieren. Ich brauche Truppen. So, Woche der. Was war das? Woche der Schaumschlange. Eine Woche, in der eine gepflegte Angelpartie am See unmöglich ist. Tja. Ist für uns egal, das macht nichts. Und wir können die Schneemeiden gleich aufleveln. Frosten. Yuka Onna. Yuki Oma. Genau. Onna. Oder Yuki Onna. Onna. Nicht Oma, sondern Onna. Onna, genau. Yuki Oma. Die Frage ist, mache ich das oder... Nee, das mache ich nicht. Doch, mache ich. Aber das was mal... denn nun? Ich glaube nicht, dass wir alle Einheiten rekrutieren können. Nein. Da fehlt es uns an Gold. Oh, ich brauche mehr Gold. Mir scheitert es regelmäßig an Gold. Nicht gut. Hm. Ah, hier liegt Gold rum. Sehr schön. Oh. Ich sehe schon einen Teil der Wüste. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt auch schon aufgedeckt ist. Oh, das ist ein Engel. Und zwar himmlischer. Das ist für mich auch aufgedeckt. Oh ja. Mehrere himmlische. Also. Ist das eine Gruft? Arkane Bibliothek. Ja. Okay. Da ist irgendwas Untotes, glaube ich. Ja, das sieht nach Leichen aus. Das ist übrigens der einzigste Sektor, der neutral ist. Also das ist der einzige, den man nicht angreifen kann. Der wird immer neutral bleiben. Da kann man weder was erobern, noch bauen, noch sonst was. Okay. Und der Lars ist wieder an der Reihe und kann auch neue Truppen rekrutieren. Ja. Das mache ich auch gleich. Erstmal muss ich in die Stadt. Ich finde es übrigens cool, die Spitze von deinem Mausoleum, dass da noch so oben so ein umgedrehter Dreieck so schwebt. Ja, ne? Ist klasse. Das stimmt, das finde ich auch cool. Obwohl ich sagen muss, die Nekro... Kann jetzt momentan aber nicht mehr machen. Die Nekropole ja. Aus 5 ist besser, weil das finde ich irgendwie... Das hier ist so ein bisschen ägyptischer, das sieht auch geil aus, aber ich fand die aus 5 irgendwie cooler mit diesen Spitzen überall und ah. Diesen Spitzen? Naja, die aus dem Boden kamen, die Gebäude dargestellt haben. Ja. Das finde ich halt geil. So. Was machen wir als nächstes? Wir könnten... Ich muss gerade mal gucken, was das sind. Quellgeister oder neue Nahkämpfer. Oh, so ein Stadtportal auch nicht zu verachten. Ja, naja, gut. Ich mag die Lichter drumherum, die so ein bisschen rumschwirren. Ja. Die finde ich cool. So, jetzt könnten wir hier neue Leute rekrutieren für... Wie viel eigentlich? 3500 ist viel zu viel. Sag ich nein zu. Sag ich nein zu, aber ich kann mich ja noch bewegen. Das habe ich komplett vergessen. Wir könnten die Ohren angreifen. Königsreife sind bescheiden. Jetzt habe ich das Lager nicht mitgenommen. Egal. Gut, greifen wir die auch an. Hoffentlich, nee, die sind aufgeteilt. Jetzt, da wir Taktik haben, können wir auch unsere Leute anders hinstellen. Lass los mal wieder im Kampf. Einmal unser Krieger hier. 6 bis 14. Oh, was ist das denn für ein interessantes Wesen? Aha. Aber jetzt kommen die noch nicht dran. Kommen erst noch die anderen dran. Ach, ich mag dieses Spiel. Es ist einfach schön. Ja. Okay. Mein Cover ist schon wieder gestorben, aber... Wir haben aber auch jedes Mal. Ja, bei mir
Ja, also letztes Mal Gespenster und Ghule. Sehr schön. Unsere Eisoldaten, auf die kann man bauen. Die haben gleich zwei Gegner vernichtet. Und sieht das noch ein Level-Up aus? Nein, leider nicht. Aber für Gold, was wir gleich mal mitnehmen. Und ein weiteres Artefakt. Amulett der Gesundheit. Plus 1 Lebenskraft für verbündete Kreaturen. Das ist auch nicht zu verachten. Das ist gar nicht. Sehr schön, ich guck mal, was kann ich denn noch in der Stadt bauen? Da war ich zwar gerade drinnen, aber willst trotzdem wissen. Wahrscheinlich. Man kann ja immer noch mal gucken, ne? Den Bazar könnte ich bauen. Nee, ich spare. Da spare ich lieber. Jo. Hier haben wir noch mal die Nee, ich gehe erstmal zurück zu meiner Bude. So, Speicher natürlich nicht vergessen. Dann kann Lars noch seinen Zug machen und dann können wir eigentlich auch schon den Part beenden. Richtig, wir haben schon über eine halbe Stunde. So. So, jetzt will ich erstmal meine neuen sexy Truppen abholen. Ich weiß. Du weißt etwas. Ja, es kommt nämlich was Neues dazu für meine Armee. Ich könnte jetzt fragen, es könnten Vampire sein oder diese Lamassu oder wie die Viecher heißen. Ich weiß es nicht, Laszlo. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Kontrolle. Muss ich schauen. Aber man munkelt hart. Na, hart ist eh alles. Ne? Bitte was? Naja, wenn dein Hauptgebäude schon eine ganz schöne Spitze hat. Hallo? Du wirst es wissen, Laszlo. Ich muss es wissen. Immerhin hat... Angriff! Immerhin hat deine Göttin 8 Beine. Gab's eigentlich hier auch schon Spinnen? Oder gab's die erst ab dem siebten Teil? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das kann ich dir nicht sagen, du. Boah! Wie viele kann ich zurückholen? 4 von 8. Rauf da! Ja, also schon besser. Sieg. Kriegshorn der Legion. Einmal Führungskraft steigert die Vermehrung von Elite-Kreaturen Woche. Geil. Auch schön. Ja. Ich bin zufrieden. Dann? Und du kannst gleich den Part. Ja, wir können den Part beenden. Der dritte Advent ist heute vorbeigegangen, ne, für euch, oder? Der dritte schon? Weiß ich nicht. Weil du vorhin nämlich gesagt hast, schönen zweiten Advent. Und da ich ja dir immer Samstag begrüße, müsste es das Sonntag bei dir gewesen sein. Das weiß ich nicht. Machen wir mal schauen. Ja. Bis zum nächsten Part weiter. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei euch. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.